Ihr wisst selbst, wie es mit einem älteren Auto alle 2 Jahre ist. Er muss zum TÜV. Ich habe zum Glück einen Freund, den ich meinen guten PKW gezeigt habe. Ja, nach einer halben Stunde fragte er: Okay, wie viele Tage lässt du ihn da? Und ich, wie vom Donner gerührt: Wieso Tage? Wie kommst du denn auf Tage? Na, ich sehe schon 12, 13 Stellen, an denen ich schweißen muss. Und da kommt sicherlich noch einiges zu. Also gab es für mich nur eine Möglichkeit, meinen Frust zu begegnen. Ich drehte über die Reparatur einen Film. Wenn ihr euch den Film ansehen wollt, dann wünsche ich euch viel Spaß. Hier seht ihr, wie ein ausgemessenes Blech angeschweißt und mit Hammerschlägen in die richtige Form gebracht wird. Nachdem wir dachten, dass alles in Ordnung sei, fuhr ich zum TÜV. Doch leider war die Radaufhängung vorne links kaputt und die haben wir mit richtig viel Action ausgewechselt. Dann noch die Bremsleitung entrosten und sorgfältig reinigen und die Auspuffanlage schweißen. Dann bin ich nochmal zur Nachuntersuchung gefahren und jetzt habe ich den TÜV-Stempel bekommen. Tja, ich kann wieder frei durchatmen. Ja.